Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video möchte ich euch mein neues Bike vorstellen. Ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen, deswegen... Komm her! Na komm! Nee, das ist nicht das neue Bike. Komm! Na komm! Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein Dirtbike gekauft. Das hier ist ein Specialized P-Series P26. Ein Stahlrahmen, Bremsen habe ich jetzt schon umgebaut, habe ich meine Brakeforce One drauf gebaut. Und vorne ist es eigentlich untypisch, dass man eine Bremse montiert hat. Aber ich als Dirt-Anfänger denke, komme damit ein bisschen besser klar, wenn ich vorne auch noch eine Bremse habe. Und außerdem ist damit nicht nur das Dirt-Jumpen geplant, sondern ein bisschen mehr. Also ich will damit auch ein bisschen Street fahren, ein bisschen versuchen zu trialen, wenn ich mit dem Andi Schuster mal unterwegs bin. Ist dafür nicht das optimale Bike, aber trotzdem Dirtbike, denn ich habe was ganz Besonderes mit dem Rad vor. Und zwar ist das mein Forcross Bike für mein Pumptrack. Okay, noch ist hier kein Pumptrack, aber geplant ist es. Noch dieses Jahr brauche ich ein bisschen Erde, dann wird es hier aufgeschüttet und auf diesem Stück bis da vorne hin werde ich mir einen kleinen Pumptrack bauen, so dass ich hier immer so eine kleine Feierabend-Pumptrack-Runde machen kann, ein bisschen trainieren. Und dafür ist das Bike ideal. Mit einem 29er wäre es wahrscheinlich viel zu eng hier, also mit einem normalen Mountainbike, weil ich hier ja recht platzsparend bauen muss. Dafür muss aber noch ein bisschen was geschehen. Also hier das ganze Geäst geht noch weg, dann kommt ein anständiger Zaun dahin und dann erst die Erde. Also dauert noch ein bisschen, aber da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein auf die Pumptrack-Action hier. Vorher werde ich mich aber schon ein bisschen mit dem Dirtbike einfahren. Mal schauen, wo es als nächstes hingeht, wahrscheinlich in die Halle, und ob ich damit richtig Dirtjumpen kann, weiß ich nicht, weil, ja, weiß nicht, ob mir das liegt, werden wir sehen. Und auf jeden Fall ein sehr hübsches Rad, gebraucht, gekauft, weil Specialized bietet zumindest in Deutschland keine Dirtbikes mehr an, deswegen habe ich das hier gebraucht gefunden und ja, das ist ein wunderhübsches Rad, worauf ich sehr stolz bin. Also, ihr könnt gespannt sein, was ich mit dem Rad in den nächsten Videos vorhab, und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao. Ich habe mir jetzt das Ganze von hier oben angeguckt und das Bike ist richtig cool, aber jetzt kommt der Bonus. Und zwar haben wir einen richtig coolen Bonus. Der Leo und ich haben euch einen Rabattcode klar gemacht. Den hat der Leo jetzt hier unten eingeblendet. Bei einem Mindestbestellwert von 100 Euro kriegt ihr 10 Euro geschenkt. Aber ihr müsst euch beeilen, denn das Ganze ist nur bis zum 3.7., also einschließlich dem 3.7. gültig. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Haut rein, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.